Hallihallo und willkommen zurück zu Dragon Age Origins. So, bis hier hatten wir es letztes Mal geschafft, in die Taverne zum müden Adligen. Und dieser Schankwirt, der hat eine Was darf Quest es für denn sein, uns. Fremder? Braucht jemand Hilfe? Möglicherweise bei etwas, das nicht vollkommen legal ist? Er sieht sich nach neugierigen Blicken um und holt dann einige Mitteilungen im Namen interessierter Gruppierung hervor. Interessant. Ah, die Schurkenquests in Denerim. Scheinen wir hier also in die Schurkengilde gestolpert zu sein? Ja, Spiele dieser Art haben ja eigentlich alle in irgendeiner Form eine Schurkengilde. Und das ist wohl die in Dragon Age Origins. Gucken wir da mal. Korrespondendus, Interruptus, Verhandlungshilfen. 15 Giftessextrakte sollen wir ausliefern. Na, das sollte ja noch einfach sein. Dann Problemlösung. Aktionen auf dem Markt, im Lagerhaus und in der Perle sind missglückt. Lass die Leichen irgendwo diskret auf dem Markt verschwinden. Ja. Sind praktisch Aufräumarbeiten. Leichen verschwinden lassen, na gut. Und dann halte auf deinem Reisen die Augen nach Liebesbriefen adliger oder reicher Familien Ausschau. 12 Stück brauchen wir. Einige haben wir davon auch schon gefunden. Aber das war wohl noch nicht alles. Dann gucken wir auch gleich mal, was diese Kiste sagt. Erlaubt ihr? Sie Wie könnt ihr das sagt, machen? wir sind zu schlecht. Kriegen wir nicht auf? Ja, Liliana dürfte die eigentlich auch nicht aufkriegen. Nö. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Na gut. Also, dieses Gasthaus oder diese Taverne ist also ein Stützpunkt der Schurken. Da haben wir auch noch Meister Ignatius angezeigt. Vielleicht sollten wir zu dem auch mal laufen. Habt ihr schon gehört? Morrigan und er. Ja. Ihr wisst schon. Habt Ja? ihr nichts Besseres zu tun, als zu tratschen? Außerdem kann er uns vermutlich hören. Ihr seid nicht gerade Reden die Essen. gerade über unseren Ach, Pyronos seht doch, er beachtet uns nicht und mal. seine Beziehung zu Morrigan? Möglich. Sagt mal, er meint es doch nicht ernst mit ihr, oder? Die Frau ist eine bösartige Furie. Ist da jemand Sieh mal einer an. eifersüchtig? Und wer tratscht jetzt? Miau. Es sei erwähnt, dass ihr damit angefangen habt. Und ich, nun, ich beende es jetzt. Hey, ich bin noch da, ich kann euch hören. Nette Gefährten hab ich mir hier ausgesucht. Bevor wir weitergehen, möchte ich euch etwas sagen. Eigentlich wollte ich das Buch anklicken. Ich danke euch, dass ihr mich zu meiner Schwester gebracht habt und dass ihr danach für mich da wart und mich beruhigt habt. Ihr seid ein wahrer Freund. Ich wollte euch das nur mal sagen. Ja, sehr nett. Sagen wir ihm mal, dass wir das genauso sehen. Was anderes fällt mir hier gerade nicht ein. Gut, nachdem das also geklärt wäre. Nur zu. Ja, und mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht von ihm. Eigentlich wollte ich überhaupt nichts von ihm. Ich wollte hier nur dieses Büchlein anklicken, das da rumliegt. Die Legende vom Kehlnetzsee, drittes Kapitel. Da gucken wir uns jetzt nicht an. Eh unwichtig. Da steht ein Gauner. Und da ist Meister Ignatius. Den hatten wir ja schon mal auf dem Marktplatz getroffen. Seid ihr wegen eines Hinweises hier? Vielleicht können wir uns Als wir ein das Gespräch erste Mal in Denerim waren. Ihr seid von großem Interesse für mich. Ja. Ich hatte ja schon den Verdacht, dass der irgendwie zu den Krähen von Antiva gehört. Weil die da ja auch so ein Schurkenzeug alles verkauft Wen hatten. macht ihr verantwortlich, wenn jemand stirbt? Das Schwert oder seinen Träger? Die Krähen sind Schwerter. Instrumente, die ein anderer für seine Zwecke nutzt. Eines unserer Schwerter wird angeheuert. Dann werden es und seine Helfer den Auftrag ausführen oder bei dem Versuch sterben. Als Gesamtheit haben die Krähen keine feste Ausrichtung. Er spricht in Rätseln. Nehmen wir wohl mal das zweite, aber ihr wurdet angeheuert, um mich zu töten. Ihr müsst begreifen, dass ich für überhaupt nichts angeheuert wurde. Ein anderes Mitglied wurde beauftragt und ist gescheitert. Dramatisch Ja, gescheitert. das war Zevran. Ein Kunde kann immer weitere Hilfe anheuern, falls der Auftrag beim ersten Mal nicht ausgeführt wird.
Aber ich hoffe, wir können sicherstellen, dass das nicht geschieht. Wieso sollte ich euch vertrauen? Es ist für jeden Berufsstand wichtig, dass ein Mann zu seinem Wort steht. Das gilt insbesondere für heikle Berufe. Sprecht ihr von Ehre unter Dieben? Etwas in der Art. Na dann lasst mal hören. Ferelden sieht sich mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Verderbnis, ein Bürgerkrieg, sonstige Probleme. Viele Leute kommen nicht miteinander aus. Manchmal kommen sie wirklich nicht miteinander aus. Möglicherweise möchtet ihr ja etwas dagegen unternehmen. Auf Leute, die derartige Dinge regeln können, könnte eine Menge Arbeit warten. Was nehmen wir denn hier? Ihr heuert also Helfer an? So könnte man es ausdrücken. Es gibt nicht viele, an die wir uns wenden können. Jemand, der eine Begegnung mit uns überlebt hat. Nun, er könnte uns vielleicht helfen. Etwas Geld verdienen. So gewinnen alle. Klingt ja interessant. Wie läuft denn das Ganze ab? Ich gebe euch eine Schriftrolle. Ihr liest sie und erfahrt etwas über eine interessante Person. Solltet ihr feststellen, dass dieser Person ein Unglück zugestoßen ist, dann sprechen wir wieder miteinander. Und ich bezahle euch dafür, dass ihr mich informiert habt. Das gefällt mir nicht. Naja, nicht ganz edel. Wenn euch die Rolle nicht gefällt, tut ihr gar nichts. Möglicherweise hat die Person ja einen Unfall und jemand anderes erzählt mir davon. Tja, indirekt sind das ja Mordaufträge, was er hier verteilt. Wenn ich das für euch tue, will ich keine Krähen mehr im Nacken sitzen haben. Das liegt nicht in meiner Macht. Ihr seid der Auftrag eines Meisters. Aber wenn ihr uns helft, dann könnte es sein, dass dieser Meister nur auf Schweigen stößt, wenn er um Hilfe bittet, nicht wahr? So eine Hand wäscht die andere. Würde ich mal so sagen, na dann gebt mal her diese Schriftrolle. Hier habt ihr sie. Eine interessante Lektüre. Wenn das alles war, wünsche ich euch viel Glück. So, haben wir also die Quest von den Krähen, die Prüfung der Krähen. Schalte ein Ziel für Meister Ignatius aus. Du hast dich mit Meister Ignatius getroffen. Er hat dir eine Schriftrolle gegeben, die Details über die Zielperson enthält, die du ausschalten sollst. Und die erste Prüfung... Ja, ein Mann namens Pedan. Er hält sich im Freudenhaus die Perle auf. Im Hinterzimmer. Pedan arbeitet für Logen und hat ohne Zweifel Verstärkung in der Hinterhand. Also wenn das einer ist, der für Logen arbeitet, dann geht er uns indirekt ja doch was an. Und wenn wir den ausschalten, dann schaden wir vielleicht auch Logen. Und das ist ja auch unser Ziel. Also könnten wir diesen Auftrag durchaus annehmen. Ist ja immer so ein kleiner Gewissenskonflikt. Wen schalte ich aus, wen nicht? Hier haben wir den Auftrag. Gucken wir einmal. Steht aber, ja, nicht viel Neues drin, würde ich mal so sagen. Sind wir also jetzt mit den Krähen von Antiva im Bunde? Ob uns das dann noch helfen wird, dass keine weiteren Attentate auf uns durchgeführt werden? Das wird sich dann noch zeigen. So wie Ignatio sagte, arbeiten die Krähen ja alle unabhängig voneinander. Na, mal sehen, was uns das bringt. Gucken wir hier nochmal weiter. Hier haben wir noch ein Buch. Rivain oder Rivain. Hört sich an wie so eine Stadt. Ist mir aber eigentlich auch egal. Und eine Kiste. Oh, ein Diamant und ein Seidenteppich. Zwei Gold. Nehmen wir alles mit. Da hinten steht noch eine Vase. Mit einem Wundumschlag. Na gut. Sage ich auch nicht nee.
Ah, hier ist noch ein Schrank, den habe ich übersehen. Bogen, na gut. Da haben wir bessere. Also, diese Taverne, echt so ein Schurkennest. Der Wirt steckt da mit drinne. Und die Krähen haben sich hier eingenistet. Na gut. Würde ich aber mal sagen. Ah, da hinten haben wir noch ein Büchlein. Das lesen wir auch mal durch. Nevarra. Dürfte auch irgendeine Stadt sein. Da die aber nichts mit dem Spiel zu tun hat, lassen wir das jetzt mal so stehen. So, dann mal raus. Also sind wir jetzt unter die Schurken gegangen. So wie es den Anschein hat. Können ein paar Aufträge für die erledigen. Ja, werden wir auch machen, denke ich mal. Solange sich das alles mit unserem Gewissen vereinbaren lässt. Ich meine, wenn die natürlich sagen, hier, nietet mal Al-Imen um oder so, dann werden wir garantiert meutern. Aber solange es irgend so was anderes ist, können wir das ruhig mitmachen. So, gucken wir mal. Da ist Sarah, der können wir diesen Brief über ihren verstorbenen Mann geben. Zum Feldwebel zurück und da hinten ist der erste Leichensack auch. Erstmal zum Feldwebel. Die roten Ruderer sind ja vertrieben. Edwina sendet euch ihren Dank, dass ihr euch um die roten Ruderer gekümmert habt. Allerdings ist sie enttäuscht, dass es keinen Kampf gab. Hier ist eure Bezahlung. Ja, ich hätte auch gern gekämpft, aber nun gut. Wir werden hier noch genug kämpfen können. Die hätten es wahrscheinlich verdient gehabt. Leider gibt es noch einiges, das mir Kopfzerbrechen bereitet. Na, dann rück doch raus mit der Sprache. Aber momentan hat er nix. So, dann gucken wir uns mal an hier, den ersten Leichensack. Ist der hier drinne oder müssen wir da ums Haus rum? Ich denke, das ist hier um die Ecke. Ja. Er hat mich angegriffen. Das ist nicht meine Schuld. Warum hat er mich nur angegriffen? Der Typ hat den anderen umgenietet. Lee Bloodrake oder so. Bloodrake. Warum hat er mich nur angegriffen? Ja, sie sollten lernen, sich nicht mit mir... mit uns anzulegen, was? Ich meine, tja, er wird doch einfach verschwinden, richtig? Haben wir den Leichensack also eingesammelt? Sollen wir irgendwo verschwinden lassen? Hätte der Typ auch locker selber machen können. Und da ich noch weiß, wo der reinkommt, nämlich hier in diesen Brunnen. Nennt sich Deponie. Für mich ist es einfach nur ein Brunnen. Dieser Ort ist so gut wie jeder andere dafür geeignet, einen Leichnam loszuwerden. Es wird nur ein weiterer Sack mit Müll sein, der aus der Stadt gespült wird. Und rein damit. Okay, und das Ganze müssen wir noch zweimal wiederholen. Zwei andere solche Leichensäcke gibt es noch irgendwo. Wo ein kleines Malheur passiert ist und wo sie nicht wissen, wohin mit den Leichen. Finster und verrucht sind diejenigen, die seine Gabe genommen. Können wir bei Gelegenheit auch machen. Erstmal zu Sarah, die steht hier schon Ewigkeiten rum und wartet, dass was passiert. Ja? Ja, ich nehme mal das zweite. Ich habe einen Brief der Blackstone Freischärler für euch. Lesen kann sie ja selber, hoffentlich. Gut, lasst mich mal sehen. Was? Das ist ja schrecklich. Mein geliebter Mann. Tja, tut mir leid. Und da ist er auch schon weg. Heult sich jetzt irgendwo die Augen aus. Aber wir sind nur der Überbringer gewesen. Also wir haben da nichts mit zu tun gehabt. So, was jetzt? Sprach Zeus. Wir könnten eigentlich mal... Irgendwo soll hier ja ein Plakat hängen, dass dieser Typ, den wir für die Krähen umnieten sollen, aufgehängt hat. Ich weiß auch noch, dass es irgendwo in der Nähe von so einem Tor war.
Laufen wir hier noch einmal rum. Ah, diesen Kommandant können wir auch irgendwas flüstern, glaube ich. Kommandant Tavish. Beschäftigt euch mit etwas anderem. Meine Angelegenheiten gehen euch nichts an. Ich habe hier etwas, das euch interessieren könnte. Das bezweifle. Da können wir nämlich diesen... Ja, ihr habt recht. Das ist äußerst interessant. Ich nehme mir diese Notiz und konfisziere das Lyrium als Beweisstück. Ihr habt eine große Tat vollbracht. Die Tage dieser schurkischen Magier sind gezählt. Ja, da gab es ja so einen anderen Kommandanten in Radcliffe, der da an der Mühle rumstand. Du hast die 10 Lyrium-Tränke als Beweis für die zweifelhafte Beziehung zwischen der Gemeinschaft der Magier und Kommandant Harris, hieß der, glaube ich. Ja. Ich habe den also verpetzt, sozusagen. Zwergenhandwerk, ist vielleicht nicht die feine Art, aber was soll's. Ah, genau, da hinten, graue Wächterplakat. Davon war ja die Rede, auch in diesem Auftrag der Krähen. Lesen wir uns einmal durch. Glaubt den Lügen nicht, die Freunde der grauen Wächter sammeln sich. Die verborgene Perle hütet den Schlüssel zum Widerstand. Die Griffons werden sich wieder erheben. Etwas eigenartig, dient aber vielleicht auch dazu, Sympathisanten der grauen Wächter in die Perle zu locken und dann vielleicht von Logens, ja, Männern aus dem Weg zu räumen. So ungefähr stelle ich mir das vor und das können wir ruhig mal verhindern. Da habe ich kein Problem mit. So, aber da wir hier noch sind, Marktviertel, zu weht. Zumindest schon mal rein. Ich denke mal, das ganze Schmieden machen wir beim nächsten Mal. Aber wir können ja vorher schon mal einmal quatschen hier mit ihm. Oder ich glaube, er selber labert gar nicht, sondern wir müssen hier mit Herren sein. Verkäufer. Den kann man, glaube ich, nur reden. Willkommen zurück. Sucht ihr eine gute Rüstung? Ja. Drago-Schuppen wegen Drachenschuppen. Aber erstmal gucken, was er überhaupt hatte. Ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal gemacht hatten. Halt viele, viele Rüstungen hier im Angebot. Die Haut des Schurken. Ist natürlich auch feines Ding, aber auch sauteuer. Brauchen wir uns auch nicht holen. Weil wir haben eine sehr gute Rüstung des Provokateurs. Die Rüstung Evans des Großen. Ja, wäre was für unsere Kriege. Auch nicht schlecht, aber die ist sogar noch teurer. Und hier wäre noch was für unseren Zarus, aber ich würde mal sagen, wir kaufen hier nichts. Wir kriegen eigentlich genug Rüstungen, die ähnlich gut sind. Und das wäre rausgeschmissenes Geld. So, erstmal noch ein bisschen Krims hier loswerden. Alles, was wir hier mittlerweile in Denerim schon wieder aufgegabelt haben. Oh, wir haben schon fast 90 Gold. Das sieht schon gut aus. So, alles ohne Bonuswerte geht raus. Abgeschirmte Zwergenrüstung. Aber halte ich mal erstmal noch. Die Kristalle auch noch, obwohl wir die auch nicht alle brauchen für Scheel. Säurefläschchen weg, benutze ich eh nie. Schmeiße ich eh nicht durch die Gegend. So, haben wir hier unten noch was. Den Diamant, ja. Oder behalte ich den noch? Ach, den behalte ich mal noch. Vielleicht brauchen wir den noch für was anderes. Bergkristall, Seidenteppich. Okay. Das war's dann.
Ja, und mit dem Schmieden fangen wir dann beim nächsten Mal an. Für heute an dieser Stelle die Pause. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst dann. Bye, bye.